Hey Leute, willkommen zurück zu Kingdom Comes Deliverance. Ja, jetzt wo wir in den Dienst von Herrn Ratzig getreten sind, sollen wir trainieren, aber es ist schon spät. Oh, hier ist falsch. Moment. Nein, hier ist auch falsch. Hier. Wir haben 21 Uhr. Wir sagen, wir gehen zurück und schlafen erstmal. Weil hier gerade eine Schnellreise machen sollen. Auch verkaufen können wir jetzt wahrscheinlich gerade nichts. War noch nicht mal durch die Stadt gegangen. Was sind das hier? Hinweise auf Questgeber. Oh, es kommt mir so ein Aktivitätengeber entgegen. Kommt mir hier so entgegen. Also nehmen wir den mal, gucken wir, was der will. Das? Nee, nur eine Bürgerin. Oder? Ich glaube nicht. Nein, nein, die will nichts von uns. Das ist das Einzige, was mich stört. Bisher. Hallo? Warum redest du so lange? Na, sie sagt, die hat nichts zu sagen. Dafür, dass wir nichts zu sagen haben. Was tust du da? Oh ja. Aber das ist auch so ein Problem. Die NPCs können sich gegenseitig nicht anrempeln. Die laufen durcheinander durch. Was natürlich sehr praktisch ist, wenn es mal eng wird. Aber natürlich für uns recht blöd ist, weil mit uns kollidieren sie. Also zudem habe ich einige Mods installiert. Und zwar, dass wir zum Speichern kein Trinken mehr brauchen. Ja? Wir werden uns immer speichern. Was sehr gut ist. Ich weiß, es ist so nicht vorgesehen, aber sagen wir mal so, andere Spiele, die gleichen Mart, so wie Fallout oder Skyrim, haben auch Schnellspeicher und das stört das Spiel auch nicht. Das Spiel wird geschehen, oder? Und deswegen habe ich jetzt so eine Mod. Und zudem habe ich noch eine Mod, wo das Essen nicht mehr so schnell spoilt. Weil das doch ganz schön schnell ist. Man kauft sich morgens was zu essen und abends kann man es wegschmeißen. Das ist nicht so toll. Das war's auch schon. Du bist doch der Typ, ne? Milan. Milan? Heißt der Milan? Gott sei mit dir. Ja, Gott sei auch mit dir. Bist du der Kerl, der um Geld kämpft? Was geht dich das an? Ich bin aus Scarlet's und würde gern mein Glück gegen dich versuchen. Warte mal, ich kenn dich doch. Aber ich kämpfe nur um Silber, kapiert? Wieso um Silber? Muss ich dir das wirklich erklären? Schau dich an und dann die anderen. Alles, was die setzen können, ist ihre Arbeitskraft. Aber du hast was Silber. Ist denn? Gibt es Regeln? Ja, ein paar. Aber wer auf seinem Arsch landet oder abhaut, verliert. Und keine Messer, Äxte oder ähnlichen Scheiß. Dann ist dein Einsatz weg, kapiert? Okay. Machen wir nächstes Mal. Da haben wir schon mal alles gefragt. Sie sagen alle dasselbe. Gott. Hier war das Badehaus. Da müssen wir auch noch hin. Da machen wir, bevor wir zum Training gehen. Training ist hier hinten. Und mal durchs Dorf gehen. Wir müssen, glaube ich, ein paar Sachen loswerden. Voll ist mein Inventar? Ja, relativ voll. Nicht. Härte, Stärke. Packesel. 15 von mehr sonst tragen. Ja, dann nehmen wir doch. Ah, okay. Ja, sehr gut. Chance, Umklammerung zu überwältigen. Pack. Leichen oder bewusstlose zu tragen verbraucht keine Ausdauer. Ach nee, das ist egal. Gegnerische Angriffe zu blocken kostet sich 30% weniger Ausdauer. Das könnte ich eventuell noch gebrauchen. Plus 8 Auffälligkeit. Durch was? Wegen Fackel oder was? Naja, egal. Kampf? Irgendwo Punkt? Nee, kein Fähigkeits. Wir sind schlecht im Allen. Das macht aber nichts. Habe ich eigentlich keine Waffe? Ah ja, das hatten wir schon festgestellt, ne? Ich habe kein Schwert. Ich bin so arm, ich habe kein Schwert. Das kann ich verkaufen. Ich muss. Aber wir sind 97, können wir jetzt tragen. So, jetzt laufen wir aber erstmal zurück. So sieht die Schnellreise aus. Sehr gut. Sah ein bisschen fragwürdig aus, aber das Ergebnis zählt. So. Essen können wir noch nicht. Bett. Wir bauen ins Bett.
War ein harter Tag. Schlafen bis um 6, würde ich sagen. Dann ist hell und dann machen wir uns auf den Weg, mal die Aufgabe für den Müller zu erledigen. Und was wir immer noch ganz dringend brauchen, ist ein Hehler. Oh, Sattheit ist ganz weit unten. Wir haben Hunger. Aber Energie ist voll. War schon mal gut. Ach, 5 jetzt stehen wir auf. Boah. So, ist Suppe fertig? Ups, erstmal davor gelaufen. Nein, Suppe ist nicht fertig. Können wir irgendwas selber kochen? Aber wir haben so viele tolle Sachen zu essen, nämlich gar nichts. Ich hoffe, dass die fast gespoilten Dinge gekocht jetzt wieder genießbar sind. Gekochter Apfel, gekochte Birne. Ist. Essen wir eine Brezel. Essen wir noch eine Brezel. Und noch einen Apfel. Immer noch Hunger. 52 ist viel. So, Sattheit 69, das ist gut. Dann können wir arbeiten. Jetzt ist in der Nacht umgezogen. Habe ich nicht mitbekommen. Ah, ärgerlich. Ah, ist das nicht schön, wie der Heldrost. Weiter stehlen bringt uns ja nichts, weil wir noch nicht wissen, wo wir die ganze Ware loswerden. Apropos, muss ich nochmal zurück, weil ich brauche immer noch ein Schwert. Ich kann nicht durch die Welt ziehen, ohne ein Schwert dabei zu haben. Das geht nicht. Boah, ich habe kein Schwert. Ärgerlich, ich habe einen Knüppel. Oh Mann, ich muss gucken, wo ich ein Schwert herkriege. Ich muss auch noch kaufen. Fackel können wir verkaufen. Können wir hier lassen. Kamille. Salz lassen wir hier. Ist Beta-Würfel. Der auch immer ist, wenn einer weiß, der sagt mir mal Bescheid, ich weiß. Buch. Wollen Karten. Wildschwein. Braucht es Leder oder nicht? Alles geht. Verdammt, ich habe keine Waffe. Knüppel. Oh ja, ich knüppel dich. Oh Gott. Haben wir unseren ganzen Kram gelassen? So, wir wollen hier vor den Straßen entlang. Manchmal findet man an Straßen immer so Ereignisse, habe ich gelesen. Ein paar Brennnessel mitnehmen. Alchemie habe ich auch noch nicht gemacht. Haben auch keinen Alchemietisch gefunden. In der Stadt gucken, ob da einer ist. Oh, Kräuterkunde. Ich finde das gut. Ne? Dass man Sachen skillt durch Benutzung. Das ist super. Das finde ich gut. Auch jede, wie es aussieht, bekommt jeder seine eigenen Skillpunkte, jeder Bereich. Jemand einen bestimmten Wert erreicht, so. Warte, wie war das? P. Bei Kampf zum Beispiel steht dann hier, ich habe ein bisschen reingelesen in die Sachen hier, dass man Stufe 4, Stufe 8, Stufe 12, Stufe 16 und Stufe 20 einen Punkt bekommt zu Parteien. Ich weiß natürlich nicht, ob man da eventuell noch zusätzliche Skills eher bei irgendwelchen Lehrern erlernen kann. Das wird sich alles so mit der Zeit zeigen. Hoffe ich, aber wir brauchen erst einmal ein eigenes Pferd. Und Geld. Hätte ich gewusst, dass wir alles verlieren, ne? Oder so wir es den Großteil eh nicht mitnehmen können.
das alles Prolog ist, hätte ich alles immer verkauft sofort. In der Stadt. Ja, wäre egal, ob die Leute sauer auf mich gewesen wären, wenn ich dieses Gut verkauft hätte, weil die sind ja eh alle tot. Das kann man vorher ja nicht wissen. Will ich das Spiel jetzt nochmal spielen, würde ich es machen. Oh, Vitalität. Und wieso ist eigentlich meine Gesundheit gesunken? Passiert. Ist doch. Auf 99. Warum? In den Zeh gestoßen oder was? Da kann schon wehleidig, der Junge. Kann man nicht sammeln. Man weiß nicht, was man sammeln kann und was nicht hier ist. Hier gehen wieder. Ringelblume, Johanniskraut. Ah ja gut, was ist hier unten? Muss ich ja mal umsehen, ne? Wir müssen ja alles aufdecken. Hallo? Einfach nur eine Hütte. Na gut, wir sollen ja ausgebildet werden. Zum Wachmann. Und dann haben wir was. Wache, schieben wir jetzt tagelang Wache und kriegen Geld dafür. Auch okay, bin ich voll dabei. Jeden Tag dasselbe zu tun, ist super. Was ist das überhaupt? So ein Gedenkstein? Ach, guck mal, immer wieder neue Gebiete. Hier scheint noch mehr Hof zu sein. Hier hinten ist ein Holzfällerlager oder ein Köhler oder irgendwas. Aber der Weg ist richtig. Wir jetzt langlaufen. Aber hier. Gott zum Gruße. Ist hier jemand? Ja, verlassenes Lager. Oh, ein interessanter Ort. Die Axt mitnehmen? Verdammt, das wäre wesentlich besser als der Stock. Ist der Stock. Oh, Schlossgedanken schwer. Och Mann, ey, muss das sein? Probiere ich einmal mein Glück. Das ist zu kompliziert, kann ich nicht probieren. Ah. Ah. Ärgerlich. Ja. Na gut. Ach ja, wer ist das? Ein Wanderer. Über was zu erzählen, Herr Wanderer? Ist das dein Lager? Gott sei mit dir. Ja, Gott sei auch mit dir. Aber der sagt auch nur wegen Rattei. Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Der junge Herr Hans ist der Burggraf und Herr Hanusch sein Vormund, bis er mündig ist. Das ist kein Ja, da hier die Elsor. Weit alle dasselbe. Haben wir mit allen gesprochen, haben wir mit allen gesprochen. Ah, so ist das. Ist okay. Oh, ein Königreich für ein Pferd. Aber was ich gerade noch sagen wollte, ich habe doch noch eine Mod, die mir gerade einfällt. Zwar beim Bogenschießen. Seht ihr, bleibt der Punkt. Das heißt aber nicht unbedingt, dass ich da hinschieße, wo ich hinziehe. Das ist nicht so der Fall. Ich schieße überall hin, nur nicht da, wo dieser Punkt hin zeigt. Das ist nur so eine ungefähre Richtungsangabe. Oh, da ist doch ein Nest. Jawohl. Eine Halskette. Das ist 1000 Dings wert. Boah, ey, ob ich einen Händler finde, der mir die abkauft? Jetzt bin ich ein Proll. Nest. Wenn man so eine Halskette. Diese Raben, ne? Die klauen auch alles. Interessante. Oh, der ist markiert. Sehr schön. Du kannst von hier aus nicht schnell rein, okay. Ich sag ja, man muss auf der Straße bleiben. Man kommt eigentlich dann überall, was wichtig ist, dran vorbei. Natürlich wird man bestimmt auch Orte finden, in denen man querfeldein irgendwo durchrennt.
Müsst doch jetzt hier, ne? Ja. Ob schon. Ja, das mit diesen. Ich find's gut mit den Mods, dass es schon welche gibt. Ich könnte natürlich jetzt auch Mods drauf machen, wie dass ich unendlich Gewicht tragen kann, aber warum? Nee, das brauche ich nicht. Baldrian, oh, können wir uns Baldrian-Tropfen machen? Ich sag ja, Wermut. Wie ist das mit dem Sammeln hier? Das muss dann so schwer sein. Auch eine Autosammelmod. Einfach durch die Garwiese laufen und zack, Inventar voll. Mit Blumen. Im Umkreis so 100 Meter. Alles im Umkreis von 100 Metern zieht er sich rein. Das wär's. Das wär super. Oh, eine Ausdauer. Ja, weil man kann. Manche Blumen kann man nicht einsammeln. Auch wenn man genau weiß, dass das eine Blume zum Sammeln ist, das klappt einfach nicht. So, hier sollen wir irgendwo ein Grab ausschüppeln. Oh, es regnet schon wieder. Ein Schaf. Das mit 10 Bogenschießen ist, wird nicht besser. Hier ist noch ein Grab, oder? Oh Mann. Jetzt werden wir auch noch zum Grab schändet. Hier ist nichts. Und was ist mit der rechten Hand? Scheiße, auch kein Ring. Wo zum Teufel ist der hin? Boah, der Gestank. Gleich muss ich kotzen. Dafür reiß ich Peschek den Arsch auf. Peschek den Arsch auf. Ach, das ist so der Müller, ne? Der Müller hieß so. Ja, ja, genau. Der Müller. Der Müller, die kleine Drecksau. Schickt uns hier hin und wir sollen den Ring holen. Der ist ja gar keiner. Moment, wer hat der Typ den hier? Der ist doch der, für die Leichen zuständig ist. Hunde, wie soll ich denn da irgendwo rankommen? Bis so ein Fenster einsteigen. Bein. Schwein. Und auch Schweine. Laufen wir aber alle frei rum, weil es war noch alles, ne? Boah, das ist das Plumpsklo. Der schrecklichste Ort im ganzen Mittelalter. Dir nichts zu suchen. Ich will, dass du rauskommst. Der Henker Hermann. Peschek, der Müller, schickt mich. Er möchte sich bei dir entschuldigen, weil er dir letztes Mal zu wenig Mehl gegeben hat. Du sollst den Rest bei ihm abholen. Dieser Gauner, wie viel ist es? Ein halber Sack. Peschek muss blau gewesen sein. Das ist ein Batzen. Ich gehe gleich los. Okay. Speichern mal. Mal auch noch hinkriegen. Ich hoffe, wir haben genug Dietrich, ja? Aber wir haben nicht so viel Zeit. Nein, 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 nein. Oh. Ah. Der bricht jetzt ab. Ich habe nicht so viele Dietriche. Oh geil, erstmal aus dem Topf essen. Wer hat denn aus meinem Töpfchen gegessen, von meinem Tellerchen gegessen und in mein Bettchen geschlafen? Ich war es, der Heinrich. So, wir müssen uns beeilen, wer weiß, wenn er wiederkommt. Obwohl, der hat eine gute Strecke vor sich. Der ist gut zu Fuß, habt ihr gesehen, der ist ganz weit gerannt. Ah.
stehlen. Ist kein Ring. Hier noch ein Ring. So, hier haben wir ein Kistchen. Ah, Ring des toten Mannes. Was zum... Der verfluchte Ring ist aus Kupfer und kein Pfifferling wert. Aha. Aber wir haben den Ring gefunden, sehr gut. Gott, der Ort des Grauens. Gott, da kann ich mich draufsetzen. Siege Milan. Achso, das ist der Typ. Siegelöckchen. Stefan, das sind die drei Hau drauf Typen. Ne, die machen wir noch nicht. Blenden wir mal aus. Ehrbare Dieb. Vergeltung, so eine Sache. Sind wir so weit von weg, glaube ich. Weil auch gar kein Questziel dafür. So, wir haben ein bisschen was gemopselt. Da brauchen wir aber einen Hehler, wie gesagt. Gut, wir müssen zum Müller. Schnellreise. So. Ja, diese Waldtrampelpfade sind leider auf der Karte nicht immer zu erkennen. Aber die gibt es sehr häufig. Wir haben Ratter jetzt erst entdeckt, kann doch gar nicht sein. Boah. Viele unerforschte. Nasen, ey. Sollen eine ganze. Oh Gott. Ja, wahrscheinlich einmal durch die Stadt laufen, also die ganzen Händler wahrscheinlich. Oh, auf zum Müller. Müller lässt uns so einen Ring klauen. Wozu? Ist das vielleicht eine Prüfung? Ist der Müller so? Ist der Müller selbst ein Hehler? So diebesgildenmäßig. Die melden sich ja meistens relativ früh im Spiel. Wäre auch recht praktisch. Vielleicht hat er auch einen Ring, so eine Verbindung zu dem Ring. Vielleicht will er ihn deswegen haben. Also toll scheint er ja nicht zu sein. Ein Questgegenstand, Ring eines toten Mannes. Ring des toten Mannes. Dann konnten wir ihn jetzt rauslocken. Wo ist der Müller? Der wird bestimmt jetzt nicht begeistert sein, weil er einen halben Sack Mehl abgeben muss. Da ist er ja, ey. Was, ich soll mich verpissen? Ja, manchmal reden diese leise, warum auch immer. Gott sei mit dir. Ich habe den Ring, Peschek. Gut. Schön, dass du jemand bist, dem man mit solchen Sachen betrauen kann. Und jetzt mach dich auf nach Kuhelnitz zu Wojcik, dem Müller. Er hat Arbeit für dich. Und ich demnächst auch. Ein schlaues Kerlchen wie du hat sicher immer wieder Sachen am Laufen. Gerne kaufe ich dir... heiße Ware ab, wenn du welche hast. Also Kram, der mal wem gehört hat und den du nicht jedem andrehen kannst. Gestohlene Ware? Nein, danke. Ich bin kein Dieb. Was? Doch. Doch, ich will die Sachen verkaufen. Doch. Kann ich was fragen? Oh Mann. Das wäre alles. Ich will...
Will verkaufen. Kannst du mir etwas über die anderen Müller hier sagen? Es gibt ein paar, die demselben Handwerk wie ich nachgehen. Wojcik in Kohelnitz und Simon in Sasau. Erzähl mir von Wojcik. Er ist ein junger Hitzkopf, aber wenn man ihn erst mal kennt, ist er kein übler Kerl. Sein Herz hat er am rechten Fleck und er ist immer hilfsbereit, wenn man ihn nicht reizt. Leider hat er einen Zwist mit diesem Wucherer, dem Händler Wolfram Bruder. Ist ein schleimiger Auswurf, das sag ich dir. Und jetzt sind sie Erzfeinde. Was ist Simon aus Sasau für einer? Das ist ein komischer Kauz. Ein Eigenbrötler, der kaum das Maul aufkriegt. Aber er ist verbissen wie ein Bluthund. Wenn der erstmal Beute wittert, lässt er nicht mehr locker. Selbst wenn er dabei über Leichen gehen muss. Erzähl mir ein wenig von dir. Da gibt's nicht viel zu sagen. Ich wurde in der Mühle geboren und ich werde hier auch sterben. Aber vorher muss ich schuften und hoffen, dass mal wieder Frieden im Land einkehrt. Würdest du mir etwas übers, Müllers Handwerk beibringen? Also wie ich Dinge aus fremden Börsen in meine eigene befördere? Ja, warum nicht? Du bist findig. Das wirst du schon hinbekommen. Komm mit mir hinter die Mühle, dort sieht man uns nicht. Ich schmeiß jetzt mal den Sack Mehl weg. Komm mit mir hinter die Mühle. Da sieht uns niemand. Oh mein Gott. Er hat umgebracht. Ich will nicht hinter die Mühle. Nein. Oh oh. Ah, hier wird gut gebacken. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Hey, du hast mich... Hä, du bist... Hä? Naja, manchmal, ne? Ich bleibe hier stehen und tu so, als wüsste ich nicht, dass du da bist. Schleich dich an, ohne dass ich dich sehe. Und nimm etwas aus meiner Börse. Du musst die Börse richtig durchsuchen. Je länger du es unentdeckt schaffst, desto eher findest du etwas Wertvolles. Allerdings wirst du dann auch eher entdeckt. Hast du etwas gefunden, was du willst? Zieh es vorsichtig raus. Aber schnell genug, damit ich es nicht merke. Klau mir meinen Dolch. Er ist da drin, vermischt mit anderen Dingen. In deiner Börse hast du einen Dolch. Wir pirschen uns an. Stehlen. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! Was ich jetzt immer gemacht habe, weiß ich nicht. Hab dich! Ah, zu früh losgelassen. Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! War doch jetzt erfolgreich, oder? Heinrich, ich bin froh, dass du da bist. Ich bleibe hier stehen und tu so, als du musst die Börse. Hast du etwas gefunden? Klau mir meinen Dolch. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Hab dich! Ach so. Wäre das echt gewesen, ist klar. Würde ich jetzt. Hab dich! Ach. Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal, hab dich! Da war! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal, hab dich! Du erwischst mich jetzt immer gleich. Nochmal. Ah. Ich bleibe hier stehen und tu so, du musst die Börse richtig durchsuchen. Hast du etwas gefunden, was du willst? Zieh es vor, klau mir meinen Dolch. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache. Hab dich! Boah. Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal.
Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! Hab dich! Wäre das echt gewesen. Also, in 3 Sekunden ist das unmöglich, da durch da zu entdecken und dann wieder zum Ausgang zu gehen. Das ist. Wie soll ich das machen? Wieso schleichst du herum wie ein Geist? Bin windige Gespenster. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! Hab! Im Prinzip wissen wir stehen und du musst die Börse. Hast du etwas geflammt mir meinen Dolch? Ja, wie soll ich die Börse länger durchsuchen? Weil nach 2 Sekunden schreit du, hab dich! Hab dich! Was ist das für Training? Egal, machen wir in der nächsten Folge nochmal. Ah, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Kingdom Come Heroes. Haut rein.